Wann kommt der Zug? Du. 11.42 Uhr. In 4 Minuten. Und du willst es wirklich tun? Überleg sie noch mal, Morris. Du hast es dir vielleicht noch nicht genau genug überlegt. Bei dem verfluchten Sauwetter, da kann ja das Zeug nicht brennen. Vielleicht ist ja gar nicht die richtige Stelle dazu. Vielleicht ist gar nicht der richtige Zug. Und wenn Polizei drin ist, ich hätte bestimmt geträumt, dass es schief geht, wenn du mich heute Nacht hättest schlafen lassen. Der wird gespart und gespart, aber immer an der falschen Ecke. An der hier wegen schon seit einem Jahr durch. Glauben Sie mir. Sehen! Verstehen Sie mich nicht, Sie müssen den Zug anhalten. Ja, würden Sie mir den Grund angeben, warum ich den Zug anhalten Dazu soll. Ist jetzt keine Zeit mehr. Ja, das ist aber sehr wichtig, denn hören Sie, das Anhalten der Züge auf offener Strecke. Was ist denn los, Billy? Weißt du, warum der Zug angehalten hat? Na? Damit er einsteigen konnte. Wer? Wer? Mann! Durchbohrender Blick, schottische Reisemütze, Scheckpfeife, karierter Mantel und Geigenkasten. Geigenkasten? Geigenkasten? Ja. Scheckpfeife. Karierten Reisemantel? Ja. Da weißt du nicht, wer das ist? Nein. Sieht ja ähnlich. Hast du von dem schon mal was gelesen? Nein. Der ist es. Der ist es nicht. Ich heiße Flynn, Morris Flynn. Und ich wünsche auch nicht, dass irgendjemand erfährt, ob ich es bin oder ob ich es nicht bin. Verstanden? Selbstverständlich, Mr. Holmes. Flynn! Und jetzt darf ich wohl um die Pässe bitten. Sind denn Verbrecher im Zuge? Verbrecher? Überall können welche sein. Aber wo ich auftauche, da ist bestimmt einer. Schließen Sie die Tür. Was Verdächtiges, Doktor? Ja, darf ich Sie bitten, mich einen Augenblick mit dem Meister allein zu lassen? Na? Nichts. Gar nichts. Weder ein Sitzplatz noch ein Bett ist frei. Der ganze Zug ist überfüllt. Das ist eine Schweinerei. Wieso denn? Werden wir hier im Dienstabteil bleiben? Hier ist doch auch ganz schön. Die Passrevision wird sich eben sehr in die Länge ziehen, ne? Du hast recht. Er ist es. Und Dr. Watts ist mit ihm. Was los? Raus! Ja. Mal, Mackie. Hübsch. Was? Nimm die Finger weg von Fahrkarten. Ich dachte nur wegen der Kontrolle oder später an der Sperre sind Fahrkarten immer gut. Hm? Ich dachte mal. Schwestern aus Middletown. Richtig, Kleinstadt. 14.000 Einwohner reisen zum ersten Mal. Hier siehst du daran. Neuen Pass. Ja.
Beide Vollweisen, von großer Wahrheitsliebe, ebenso großer Zurückgezogenheit, voll frühzeitiger Reife und von rührender Bescheidenheit und Sparsamkeit. Nichts kann ihm verborgen bleiben. Seine Kombinationsgabe grenzt ans Überirdische. Er ist der weltgrößte Kriminalist, der Schrecken aller Verbrecher. In Ordnung. Welche Station? Gar keine. Warum nicht? Offene Strecke. Weswegen? Hundertwegen. Wieso? Der Traum ist aus. Richtig. Halt! Nimm du den Geigenkasten. Alles kombiniert, da laufen Sie. Richtig. Mr. Holm! Mr. Holm! Dort laufen Sie! Sie sind Ihnen entkommen! Weiß ich ja längst, doch meine Rede habe ich ja eben gesagt. Lassen Sie doch laufen, kommen Sie rein. Doch soll weiterfahren. Richtig. Mr. Holm! Oh, meine Herren, nur keine Aufregung. Zeigen Sie mir das Anteil der beiden Kerle, ich werde es untersuchen. Können Sie den Namen Holmes in alle Welt hinausschreien? Sie wissen doch ganz genau, dass der Meister nicht will. Ja, aber die beiden Verbrecher, jetzt sind sie weg. Sie müssen sich eins merken. Die Großen fängt man. Die Kleinen lässt man laufen. Hä? Wie heißt die nächste Station? Saint-Dimier. Und der nächstliegende Ort, bei dem wir eben angehalten haben? Das muss Walsy gewesen sein. Doktor! Ja? Depesche an die Gendarmerie nach Walsy mit dem Tatbestand und dem Signalement der Entflohenen. Jawohl, Meister. Hände weg! Liegen lassen. Das werde ich nachher alles selber eingehend untersuchen. Unterschrift? Na, natürlich. Welche? Na, die richtige. Meine Herren, das ist die Chance Ihres Lebens. Setzen Sie Ihre drei Namen unter das Telegramm. Sie sollen an der Ehre teilhaben, mit uns unter den Verbrechern aufgeräumt zu haben. Na, wir bleiben hier, nicht wahr? Ja, bleiben. Zwei Betten sind ja frei. Oder haben Sie noch zwei Einzelkupien erster Klasse? Leider nein. Oder werden wir damit verliebt nehmen? Ja. Für die Nacht genügt's doch. Genügt. Dann wecken Sie uns, wenn irgendwas passiert. Jawohl. Andernfalls erst morgen früh zum Frühstück. Jawohl, Mr. Holmes. Flynn, meine Herren. Im Übrigen waren wir sehr mit Ihnen zufrieden und wir möchten auch nicht schlafen gehen. Ich war lieber Doktor, ohne Ihnen unseren Dank ausgesprochen zu haben. Schönsten Dank. Und gute Nacht. Gute Nacht, Herr. Doktor, benehmen, ja? Und auspacken. Auspacken, auspacken, ja? Martell, drei Sterne. Das geht in Ordnung. Also, Maggie. Also, Mois. Na, sind wir im Zug? Wir sind es. Haben wir zwei Bettplätze? Wir haben sie. In sechs Stunden werden wir da sein. Nein. Wir werden es nicht sein. Warum nicht? Weil wir nicht durch die Sperre kommen. Hm. Ich wollte zwei Fahrkarten für uns nehmen, aber du... Aber ich hab sie genommen. Und zwar im richtigen Augenblick. Hier sind sie. Ja, aber wenn die uns draufkommen, du, dann kriegen wir für das, was wir in den letzten 10 Minuten angestellt haben, mindestens 2 Jahre aufgebrummt. Mindestens. Aber ohne Risiko kein Erfolg, mein Herr. Na und? Was haben wir schon zu riskieren? Gar nichts, mein Junge. So wäre es auch mit uns nicht mehr weitergegangen. Es musste doch irgendwas geschehen, nicht? Und die Zimmer im Palasthotel sind bestellt. Wir werden endlich wieder wie anständige Menschen leben. Zimmer mit Bad und allem Komfort, Frack und Klack, Einladung, die höchsten Kreise. Warmes Essen und schöne Frauen, Maggie. Warmes Essen? Täglich 2 Mal. Bis sie uns auf den Schwindel draufkommen. Aber nein, Maggie! Kopf hoch! Hat man mich für Sherlock Holmes gehalten? Ja. Hat einer daran gezweifelt, dass du Dr. Watson bist? Natürlich nicht. Na siehst du, auf mich kannst du dich doch verlassen. Ich habe alles bis ins Kleinste ausgetüftelt. Uns kann nichts passieren. Der Käse rollt und ist jetzt nicht mehr aufzuhalten. Hallo? Ja? Schlafen Sie schon? Sag doch was. Nein, wir sind ganz munter. Komplizin, Komplizin. Die haben wohl vergessen, was sie uns versprochen haben. Aber nein, wie könnten wir denn? Bist du denn verrückt geworden? Kannst du nicht mitten in der Nacht bei Herrn anklopfen? Warum denn nicht? Geben Sie es mir durch die Tür, aber nicht hereinschauen. Das können wir versuchen. Du benimmst dich in einer Weise? Was sollen die Herren von uns denken? Zupacken, sofort verhaften. Nicht doch. Na? Dankeschön. Die Damen sind vielleicht so freundlich und ziehen sich etwas an. Aber ein bisschen Hopp, wenn ich bitten darf. Wir haben dringend mit Ihnen zu reden. Aber
Aber Sie sind ja gar nicht der Richtige. Doch, doch, wir sind schon richtig. Goldrichtig. Tun Sie gefälligst, was ich Ihnen gesagt habe. Was sollen wir machen? Wir können Middletown, die Vollweisen, voller Bescheidenheit und Zurückhaltung. Dabei stehen sie mit den Halunken unter einer Decke. Ist ja unglaublich. Den wollen wir uns mal geben. Was wollen denn die von uns? Wo sind denn die beiden Lords hin? Wie kommen diese fremden Kerle in ihr Abteil? Jane, ja? Das sind Verbrecher, Eisenbahnräuber. Warte, das Geld. Wir geben sie ihnen gleich zu. Dann tun sie uns vielleicht nicht. Wahnsinn. Ich steck's weg. Ich hol den Schaffner. Nun, meine Damen. Ja, einen Augenblick noch, bitte. Nicht hier, dort. So, setzen Sie sich bitte. Wir wollen nicht viel Geschichten machen. Nun, packt mal aus. Das Geld, die Handtasche. Wir geben Ihnen alles, was wir haben, freiwillig. Aber tun Sie uns nichts, bitte. Wir werden Sie auch nicht verraten. Was denn? Ist das alles? Ja, 28 von 60, muss stimmen, könnte man. Wo sind denn die 60, ne? Was ist das da? Unsere Reisetasche. Aufmachen. Finger weg! Wie sprechen Sie mit mir? Wie man mit Ihresgleichen spricht. Jane, sei doch still! Ach, was still! Glaubst du, ich fürchte mich vor diesen Galgengesichtern? Diesen Mädchenhändlern, Eisenbahnräubern, Verbrechern, Lustmörbern? Wenn Sie glauben, dass Sie mit uns alles machen können, dann täuschen Sie sich. Sie werden ja gleich sehen, was Ihnen passiert. Herein! Na? Diese beiden Männer sind bei uns eingedrungen. Nehmen Sie sie fest. Was sollen wir? Diese beiden Männer festnehmen und der Polizei übergeben. Das können die Ihnen so passen, was? Ja, was gibt's denn da zu lachen? Da gibt es doch nichts zu lachen. Nein, da gibt's wirklich nichts zu lachen. Für Sie, jetzt sitzen Sie drin. Ich würde Ihnen raten, mucksmäuschen still zu sein und diesem Herrn hier kein Theater vorzumachen. Sagen Sie ihm lieber gleich die Wahrheit. Ja, das ist immer das Beste. Ist Ihnen etwas Verdächtiges aufgefallen? Jawohl. Jawohl. Nun? Die waren während der ganzen Fahrt immer mit den beiden da zusammen. So, das genügt. Sie können jetzt gehen. Bei uns. Sie können uns hier nicht beschützen. Sie sehen, meine Damen, Ihre Proteste und Tricks verfangen bei uns nicht. Aber wir sind ganz unschuldig. Wir haben gar nichts getan. Natürlich nicht. Was wollen Sie dann von uns? Wissen, was in der Tasche ist. Belegte Brötchen. Womit? Käse. Wir haben sie von zu Hause mitgenommen. Aber wir wurden von den beiden Lords zum Abendessen eingeladen. Da sind Sie ja nicht mehr hungrig, nicht? So. Als Lords haben sich also diese beiden Herren ausgegeben. Und das habt ihr ihnen geglaubt? Ja. Wie lange kennt ihr die beiden Lords schon? Gar nicht lange. Wir haben sie erst hier im Zug kennengelernt. Und was habt ihr ihnen vorgeschwindet, wer ihr seid? Dann nur mal raus mit der Sprache. Hm? Erleichtert euer Gewissen, dann wollen wir es vergessen. Sie hat gesagt, sie ist eine Komtesse. So. Und was haben Sie selbst gesagt? Ich dasselbe, ich bin doch Ihre Schwester. Und das haben die Ihnen auch geglaubt? Natürlich. Und dann haben die Komtessen mit den Lords zur Nacht gegessen? Ja. Hm. Feine Gesellschaft. Ich wollte ja gar nicht. Aber Jane hat gesagt... Ich hab gesagt, ich hab gar nichts gesagt. Doch. Von heute ab sind wir große Damen, hast du gesagt. Das hast du gesagt. Du hast dich auch anquatschen lassen, hast im Korridor mit ihnen kokettiert, hast eine Zigarette angenommen und sogar geraucht. Und du hast sie eingeladen auf unser Schloss, obwohl du das gar nicht durftest. Du hast deinen Schnabel nicht halten können. Ruhe, meine Damen. Schluss mit der Hochstapelei. Diese beiden Lords sind ebenso wenig Lords, wie ihr Komtessen seid. Wird man den Kerl schon hinter Schloss und Riegel klar machen, ne? Was euch passiert wäre, das könnt ihr euch ja gar nicht ausmalen, ihr beiden Maiblümchen. Hier, mit den 28 von 60, da wären die nicht zufrieden gewesen. Diese Lustmörder, Mädchenhändler. Dankeschön. Dann ist es ja ein Glück, dass Sie gekommen sind. Na, natürlich ist euer Glück. Und wenn ihr wieder mal reisen sollt, dann merkt euch eins. Man lässt sich von fremden Männern nicht ansprechen. Man guckt sich seine Mitreisenden ganz genau an. Und vor allen Dingen... Man gibt sich niemals für etwas aus, was man gar nicht ist. Das geht nämlich nie gut aus. Niemals. Wir müssen sich jetzt mal merken. Jawohl, Mary Berry und Jane Berry aus Middletown. So, nur.
Gute Reise und gute Ankunft. Und gute Nacht. So, der Fall ist erledigt. Sie werden die Dame mit größter Aufmerksamkeit behandelt, Ihnen jeden Wunsch von Augen ablesen und Ihnen besonders morgen früh beim Aussteigen behilflich sein. Ne? Er hat gewusst, wer wir sind. Er weiß überhaupt alles von uns. Woher, wieso? Netter Kerl. Nett? Abscheulich. Ich wünsche den Herrn nie wiederzusehen. Wir werden uns morgen nach der Ankunft gleich ein bisschen um die beiden Mädchen kümmern, wie üblich. Nein. Warum nicht? Können die beiden Küken nicht allein lassen, du. Was weiß man denn, was den beiden noch zustößt? Ist doch irgendwas mit denen nicht in Ordnung. Ist unsere Pflicht, Morris. Unsere erste Pflicht ist, der Gerechtigkeit zu dienen. Ja, natürlich, aber vielleicht so als zweite Pflicht, meine ich, können wir es machen, nicht? Oder gefallen Sie nicht? Doch. Mary? Nein. Jane? Wer? Beide. Na also. Hast du jemals irgendwo gelesen, dass Sherlock Holmes mit Frauen was angefangen hat? Nein. Na also. Ja, aber der Dr. Watson, der hat doch, glaube ich, bestimmt gelegentlich, wenn ich nicht irre... Hier ehrt Watson. Er ist in allem dem Beispiel des großen Meisters gefolgt. Schade. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann... Das wird dann was, ne? Also beruhigen Sie sich. Außerdem gibt es noch einen anderen triftigen Grund. Die Mädels steigen schon eine Stunde früher aus, die haben nur Karten bis Ibel. Dann werden wir die beiden nie wiedersehen? Nein. Aber schade. Nicht da hinein. Wollen wir nicht doch lieber in ein einfaches Hotel gehen? Ach, teile bitte die Droschke, ja? Jawohl. Reiß dich doch zusammen, Menschenskind. Jetzt kommt's drauf an, hier gehören wir rein. Hier wohnen die reichsten Leute und die größten Gauner. Da dürfen wir doch nicht fehlen. Mackie! Nein, das dürfen wir nicht. Na also, komm. Flynn, haben wir telegrafisches Zimmer bestellt? Jawohl, Mr. Flynn, aber leider. Was ist leider? Leider können wir Ihnen das gewünschte Appartement mit 5 Zimmern nicht geben. Warum nicht? Wir sind überfüllt. Die Ausstellung. Wie viele Zimmer habe ich dann? 3, Mr. Flynn. Das sind wenig, nicht wahr, Doktor? Wir haben nur 3 Zimmer. Ja, was soll man machen? Hier ist der Gepäckschein. Lassen Sie das Gepäck gleich von der Bahn holen. Jawohl, Mr. Flynn. Was? Noch nicht, Mr. Flynn. Flynn? Den kenne ich doch. Den habe ich doch schon irgendwo einmal gesehen. Grübelt nach, wer wir sind. Gleich wird das wissen. Ja, das ist wichtig. Schicken Sie mir sofort einen Hoteldetektiv auf mein Zimmer. Was bestellt, Mister? Mister? Jawohl, er ist es. Kombiniere. Unverdächtig. Stimmt, als Sie mich angeschaut? Ja. Also? Du hast dir gefallen. Blödsinn. Du bist in deinem Leben zu wenig Fahrstuhl gefahren, mein Junge. Du kennst die Frauen nicht. Eine feine Dame blickt im Fahrstuhl einem fremden Mann niemals ins Gesicht. Sei denn, es liegt ein besonderer Grund vor. Also? Sie hat dich erkannt. Richtig. Wer glaubt ihr, wer ich bin? Sherlock Holmes. So, bist du sicher? Todsicher. Allein? Sie sind nicht angekommen. Was? Warum nicht? Sie sind unterwegs getürmt. Polizei? Schlimmer. Sherlock Holmes. Was? Er ist statt Fred und Billy aus dem Zuge ausgestiegen. Ich war eben auf dem Bahnsteig. Ja, und die Koffer? Die sind auf der Bahn. Ohne Gepäckschein bekommen wir sie doch nicht. Und wo ist Sherlock Holmes? Hier. Eine Etage tiefer. Du kannst ruhig liegen bleiben. Ich habe das Gefühl, irgendetwas stimmt mit ihm nicht. Wo willst du denn hin? Zur Bahn. Wir müssen doch die Koffer haben. Ich werde sie kriegen. Auch ohne Gepäckschein. Bitte den Friseur, Pediküre, Maniküre, Zeitung, hiesige, Pariser, Londoner Zeitung, Telegrammformulare, Telefonbuch,
Fahrplan, Adressbuch und einen Plan der Stadt. Danke. Bitte 2 Meter kalt. Speisekarte. Für mich bitte heiß. Gulasch, 3 Portionen für uns 2. 2-mal Knödel extra. Zu trinken. Bier. Pilsner. 2. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar, Morris. Nur wenn ich kritisieren darf. Ein kleiner Fehler ist dir unterlaufen. Das Essen. Richtig. Falsch. Nur mal Lachs und Kaviar. Mit Sekt. Bestellen Hochstapler und Parvenus. Der richtige Mann von Welt mit Geld bestellt. Gerade in den allerfeinsten Hotels manchmal. Gulasch mit Knödel, doppelte Portion, du. Das wirkt. Das imponiert mehr als Crème de Sotte à la Manieu. Mit Wanderbild, Känguru-Schwanzsuppe und Froschschenkel in Mayonnaise à la Meta. Was allerdings auch nicht ganz zu verachten ist. Ja, was ist denn? Wir bringen das Gepäck. Herein damit! Was ist denn für Gepäck? Na, unser Gepäck. Man reist doch nicht ohne Gepäck. Doktor, ist das alles? Wenn nichts weiter da ist. Siehst du? So reisen Lords. Die Koffer sind da. Wo? Eine Etage tiefer. Bei Sherlock Holmes. Leg doch die Uhr fort. Was machen wir? Warten, bis sie weggehen. Dann durchsuchen. Und wenn die beiden da unten vorher alles finden? Ich weiß, ich komme.
Warten Sie schon lange hier? Oh, ich wollte nicht stören. Sie sind der Hoteldetektiv. Jawohl, Mr. Holmes. Sind sehr tüchtiger Kollege. Oh, das war nicht schwierig. Bauen Sie auf meine Kordialität. Verlassen Sie sich auf meine Intelligenz. Sie ist bestimmt vorhanden. Rechnen Sie mit meiner Verschwiegenheit. Wie kann ich mich Ihnen dienstbar erweisen? Nehmen Sie mich Flynn nennen, immer nur Flynn. Und mein Freund nicht Dr. Watson, sondern... Mick McPherson. Es ist nämlich sehr wichtig, dass niemand weiß, wer wir in Wirklichkeit sind. Wir sind nämlich unter uns gesagt nicht ohne Grund hierher gekommen. Wenn sich nun leider schon rumgesprochen hat, wer wir sind, dann werden Sie es eben bestreiten. Dementieren Sie. Leugnen Sie auf Teufel komm raus. Hier gibt es nur einen Mr. Morris Flynn. Ein Mr. Mac McPherson. Kein Sherlock Holmes und kein Dr. Watson. Jawohl, Mr. Holmes. Flynn. Und wenn wir Sie brauchen... Bin ich da. Wir danken Ihnen. Verschlossen. Ja. Verschlossen. Da. Oh, danke. Mr. S., er ist es natürlich nicht. Na, ich habe es doch gleich gewusst. Auf den ersten Blick habe ich ihn erkannt. Er ist es nicht. Fragen Sie nicht. Machen Sie ein ausgesucht schönes Arrangement zurecht und schicken Sie es ihm aufs Zimmer. Amaryllis und Nelken. Wieso Amaryllis und Nelken? Seine Lieblingsblumen. Ich habe ihn ja gesehen. So einen Blick hat er. Und solche Muskeln. Was ist denn heute hier los? Das wissen Sie noch nicht? Nein. Sherlock Holmes? Jawohl. Der leibhaftige Sherlock Holmes? Jawohl. Und Dr. Watson ist auch mit ihm. Jawohl, meine Herren. So sehen wir uns. Ja, nee, ich weiß nicht, ich kann mir nicht helfen. Ich kann nichts Passendes finden. Der andere muss eine schrecklich verbaute Figur haben. Wieso? Dann dreh dich mal um. Hm? Siehst doch tipptopp aus. Na, die Arme von dem. Was? Die Arme, die der gab. Na, die Beine. Herein. Von der Hoteldirektion? Bravo, mein Junge. Warte mal. Hier. Dankeschön, Mr. Holmes. Siehst du, Mackie, jetzt ist rum. Schnell Start bereit machen. Ja. Jetzt werden uns gleich die Bude einrennen mit Aufträgen. Schnell Krawatte. Na? Tausend Francs. Räuber, du. Ja? Das ist interessant. Schiffern? Geheimcode. Dein Spezialgebiet. Ich bin's! Der Hoteldetektiv. Wohin damit? Augenblick mal, Herr Kollege. Ja, schön. Bitte? Unten in der Halle warten drei Herren. Die möchten Sie dringend sprechen. Ich glaube, Sie brauchen Ihre Hilfe, Mr. Holmes. Ach je. Wie ist denn das möglich? Woher wussten denn die Herren, dass wir hier sind? Haben Sie in Ehren etwas erzählt? Nein, natürlich nicht, Mr. Holmes. Ach. Die Herren haben das gewusst. Das ist aber sehr ehrlich, Herr Kollege, nicht wahr, Doktor? Tja, furchtbar peinlich, Meister. Tja, na, was machen wir da? Was machen wir? Gott, wenn die Menschen unsere Hilfe schon brauchen... Ich meine, gehen wir runter. Meinen Sie? Also gut, sagen Sie, wir kommen gleich runter, nicht ja, wahr? Ja, danke vielmals, Mr. Holmes. Mackie, unser erster Fall, da ist der Herr Doktor ran an die Arbeit. Stenogrammblock und Lupe. Und das Geld lassen wir drin? Lassen wir hier los, natürlich.
die Herren? Das sind die Herren. Danke. Was ist er? Bitte? Mr. Holmes? Nein, ich heiße Flynn. Wir wissen Bescheid. Sie faulen uns da nichts vorzumachen. Colonel Guisard. Kriminalpolizei. Bitte kommen Sie mit uns. Wir haben den Auftrag, Sie sofort zum Polizeipräsidium... Nicht so laut. Ich habe gewusst, dass Sie mal kommen werden, aber dass das so schnell geht, darauf waren wir nicht vorbereitet. Aber gehen wir. Nur eine Bitte. Möglichst unauffällig, ne? Selbstverständlich. Bitte sehr. Vielleicht der erste Fall, der reinfallen. Was sind denn eigentlich die Gefängnisverhältnisse hier, ha? Ausgezeichnet. Zwei ganz neue Gebäude. Aha. Viel zu komfortabel für das Gesindel. Na, sind doch schließlich auch Menschen, nicht? Nichts! Doch! Was? Hier! Du! Der Mann ist gar nicht Sherlock Holmes. Wie das aufkommen konnte. Ich bin dran schuld. Du? Ja, du bist als Sherlock Holmes schon ganz richtig. Aber dass wir den Leuten einreden wollten, dass ich der Dr. Watson sein soll, das war natürlich ein Irrsinn. Meinst du? Klar, ich bin der Fehler. Stimmt. Du hast mich doch darum gebeten. Ja, leider, ohrfeigen könnte ich mich. Nein, nicht. Das Beste ist, wenn wir ganz still und bescheiden auftreten und zu den Leuten nett und freundlich sind. Gleich alles eingestehen und versprechen, dass wir es nie wieder tun wollen. Das ist die richtige Taktik. Zu spät. Und hab alles rausgekriegt. Alle sind falsch, alle vier. Die Roten und die Blauen. Große Sache, was? Die da drin haben keine Luft mehr. Aber Sie werden's rauskriegen. Nur Sie. Das weiß ich. Ich habe alles von Ihnen gelesen, Mr. Holmes. Kommen Sie, die warten schon auf Sie. Mr. Holmes, wie soll ich Ihnen danken, dass Sie gekommen sind? Gar nicht. Ihr Wunsch war uns Befehl. Darf ich bitten? Doktor, Sie kommen gleich mit. Exzellenz Van Gogh, der Generaldirektor der Weltausstellung. Bitte nehmen Sie doch Platz. Also alle vier sind falsch. Das ist allerdings ein tolles Stück. Meine Herren, wie konnte das nur passieren? Nicht wahr? Ist das nicht entsetzlich? Können Sie sich in meine Lage versetzen, Mr. Holmes? Ich bin ruiniert. Und das alles durch Ihre Schuld. Aber Exzellenz, wie können Sie mir die Schuld geben? Ich habe alles getan, was möglich war. Aber man hat meine Befehle nicht befolgt. Sie haben meine Stellung untergraben. Aber Sie wackeln auch, meine Herren. Sie auch. Herr Kriminalrat. Schweigen Sie. Sie auch. Hinterher ist es immer leicht zu reden. Aber so kann es nicht weitergehen. So darf es nicht weitergehen. So nicht. Richtig, und deshalb bitte ich um den Tatbestand, aber einer nach dem anderen. Und nicht so laut, wir sind noch ein bisschen nervös. Verdammt, bitte helfen Sie mir, Mr. Holmes. Sie sind der Einzige, der mir helfen kann. Aber Exzellenz, jetzt sind wir doch da. Heute Morgen um 10:30 Uhr betrat dieser Junge das Gelände der Weltausstellung von der Seite des Vergnügungsparkes durch Herausreißen einer Zaunlatte, da er im Besitze keiner Eintrittskarte war. Er begab sich in den Pavillon der Kuriositäten und Seltenheiten, um dort vier der wertvollsten Marken der Welt zu besichtigen.
Dieser Junge gibt vor, zu diesem Zweck zu Fuß von Berlin bis hierher gegangen zu sein. Bin ich auch. Dieser Junge besichtigte diese vier Marken? Es handelt sich um die berühmten Mauritius-Marken, um vier der letzten Exemplare, die es überhaupt noch auf der Welt gibt. Und sagte plötzlich laut und entrüstet im Pavillon der Seltenheiten, die sind ja falsch. Die sind ja auch falsch, alle vier. Ich sammel doch selbst, ich weiß doch Bescheid. Ruhig, du Lümmel! Eine sofortige Prüfung durch einen Fachmann bestätigte die Aussagen des Jungen. Da es feststeht, dass bei der Eröffnung der Ausstellung die Originale vorhanden waren, besteht kein Zweifel, dass diese falschen Briefmarken untergeschoben wurden, um den Raub der Originale zu vertuschen. Bisher konnte nicht festgestellt werden, wann und wie dieser Tausch vor sich gegangen ist, und auch von den Tätern fehlt bis jetzt jede Spur. Die Originale sind Leihgaben verschiedener hochgestellter Persönlichkeiten und öffentlicher Institute. Sie repräsentieren zusammen einen Wert von 600.000 Franken. Katalogwert! Der wirkliche Wert ist noch viel größer. Schaffen Sie mir diesen Butzke hinaus. Erwin, komm her. Ich sehe, du bist nicht aufs Maul gefallen, Junge. Nee, bin ich auch nicht. Aber von heute an bist du's, verstehst du? Nee. Doch, du sagst keinem Menschen etwas von den falschen Marken. Der freundliche Herr Ausstellungsdirektor lade dich ein, kriegst zu essen und zu trinken, was du willst, ein paar neue Stiefel auch. Ich werde alles für dich die Ausstellung bezahlen. Aber deinen Mund halten. Ja, ja, alles, was er will. Nur den Mund halten. Ah, jetzt verstehe ich. Wegen dem Skandal und wegen der Blamage. Na, ich hätte auch sowieso nicht gesagt. Schließlich sind wir doch. Hat mich sehr gefreut, Mr. Holmes. Wiedersehen, Erwin. Auf Wiedersehen, Herr Dr. Watson. Wiedersehen, Erwin. Und wenn Sie mich mal wieder brauchen sollten, für Sie bin ich immer da. Ein anonymer Brief, Exzellenz. Stern, Exzellenz. Ja. Aha. Wenn Sie die echten Mauritius-Marken zurückerhalten wollen, inserieren Sie im Journal Mauritius Ja. Dann werden Sie von uns weitere Nachrichten über Preis und Modalitäten der Rückgabe erhalten. Mhm. Wenn Sie nicht inserieren, betrachten wir unser Angebot als abgelehnt und werden in demselben Blatt bekannt geben, dass die ausgestellten Marken falsch sind. Wir überlassen es Ihnen, sich den Skandal näher auszumalen. Sehr eilig haben es die Herren. Was sollen wir denn nun tun? Gar nichts. Aber Exzellenz, Kopf hoch. Noch ist doch kein Grund zu verzweifeln. Sind das die Falsifikate? Ja. Saubere Arbeit. Da muss man allerdings zu Fuß aus Deutschland kommen, um festzustellen, dass die Marken falsch sind. Ja? Wer sind die Besitzer der Originale? Das ist es ja. Wie stehe ich denn nun da, wenn mich das Britische Museum fragt, wo sind unsere beiden blauen Mauritius? Was soll ich seiner königlichen Hoheit, dem Kronprinzen Sigurd von Schweden, antworten, wenn sie fragt, was hast du mit meinen zwei roten Mauritius getan? Und er ist mein Freund, Professor Berry. Sie müssen nämlich wissen, Professor Berry hat mich auf den Gedanken gebracht, diese seltenen Marken einmal zum ersten Mal zusammen zu zeigen. Sie werden alle Schadenersatz fordern. 6 mal 100.000 Franken. Das gibt einen Skandal, wie er bisher auf keiner Weltausstellung in diesen Ausmaßen zu erleben war. Ja, es ist wunderbar. Was sagen Sie? Ganz mein Fall, wie ich mir immer träumt habe. Doktor, haben Sie alles notiert? Jawohl, Britisches Museum, Kronprinz von Schweden, 4 Mauritius, 2 Rot, 2 Blau, Katalogwert 600.000 Franken. Darf ich Ihren Getz an den Schauplatz der Tat führen? Danke, nicht nötig. Meine Herren, es dürfte Ihnen sicher allen bekannt sein, dass Sherlock Holmes noch nie einen Fall übernommen hat, den er nicht löste. Jawohl, jawohl. Ich, Doktor. Bitte? Wir übernehmen diesen Fall. Jawohl. Danke, danke. Es wird Ihr Schaden nicht sein. Aber Exzellenz, ich bitte Sie, sprechen Sie doch nicht davon. Aber auf Ihre Unterstützung rechnen wir. Verfügen Sie über uns. Ja, mein Doktor. Jawohl. Herr Kriminalrat, Exzellenz, meine Herren, ich danke Ihnen. Sie sehen uns mit den Marken wieder. Oder nie. Nehmen Sie sich ein Beispiel an diesem Mann. Ich glaube an ihn. Hat einer daran gezweifelt, dass ich der Dr. Watson bin? Niemand. Nicht einmal der Chef der Kriminalpolizei. Und der am allerwenigsten. Ist nicht so gekommen, wie ich, du, beziehungsweise wir vorausgeahnt haben? Jawohl, es ist so gekommen. Haben wir den großen Fall? Wir haben ihn. Und werden wir ihn lösen? Wir werden ihn. Du, werden wir ihn auch lösen? Wie ist die Station, auf der die beiden Mädchen ausgestiegen sind? Wie? Was ist denn jetzt mit den beiden Mädchen? Du kannst doch jetzt nicht an die beiden Mädchen denken. Die Station, Mackie. Wie weit ging die Fahrkarte der beiden Mädchen? Ja, ich will, aber
Du kannst doch jetzt nicht zu den beiden Mädchen hinfahren. Doch, ist ja nicht weit. Gerade jetzt, wo wir unseren großen Fall haben. Ja, darum, wie heißen die beiden Mädchen? Ja, Mary Berry und Jane Berry, aber Morse, ich flehe dich an, lass die Vollweisen aus Middletown. Wie heißt der Mann, der die Anregung gab, alle vier Magen zusammen auszustellen? Wie heißt der Mann, Fragezeichen? Richtig. Großartig. Und den Mann schauen wir uns jetzt mal genau an. Richtig. Sie warten. Los, Holmes. Achtung, Sie kommen. Packst du dir schnell alles zusammen, wir nehmen alles mit. Push! Ja. Entschuldigen Sie bitte, dass ich hier bei Ihnen eingedrungen bin, aber ich brauche Ihren Rat, Mr. Holmes. Um was handelt es sich, gnädige Frau? Um einen rätselhaften Fall, den wirklich nur Sie lösen können, Mr. Holmes. Bitte? Notieren Sie, Doktor. Heute Morgen sollten zwei meiner Bekannten mit dem Nordexpress ankommen. Sie hatten sich telegrafisch angesagt. Sie sind auch in den Zug eingestiegen, sind aber nicht angekommen. So, dann sind Sie wohl unterwegs ausgestiegen. Sicher? Es ist mir nur unerklärlich, warum. Deshalb frage ich Sie. Da gibt es verschiedene Gründe. Aber wenn ich Ihnen irgendetwas Bestimmtes sagen soll, müssten Sie mir erst einige Anhaltspunkte geben über Beruf, Charakter, Reisezweck Ihrer Bekannten. Vielleicht erzählen Sie mir etwas über deren Vergangenheit. Das kann ich leider nicht. Ich kenne die beiden Herren nur flüchtig. Flüchtig? Ich auch. Richtig, Sie fuhren ja mit demselben Zug. Ja, aber wir sind angekommen. Und sogar mit den Koffern meiner Bekannten. Sie können sich meine Überraschung vorstellen. Natürlich. Natürlich. Wenn ich mir die ganze Sache genau überlege, dann komme ich beinahe zu der Annahme, dass die beiden nur ausgestiegen sind, weil sie eingestiegen sind. Natürlich. Ihre beiden Bekannten hatten vielleicht ein schlechtes Gewissen? Das ist möglich. Aber noch lange kein Grund, um vor ihnen auszureisen. Oho. Sie müssen nicht glauben, dass jeder auf jeden Schwindel reinfällt. Auch wenn er noch so raffiniert angelegt ist. Sie sind ja gar nicht Sherlock Holmes. Gar nicht Sherlock Holmes. Und Sie nicht Dr. Watson. Nicht Dr. Watson. Nein, das ist, halt. Das hören wir zum ersten Mal, Madame. Das ist aber so. Oder können Sie beweisen, dass Sie es sind? Können Sie beweisen, dass wir es nicht sind? Ne? Allerdings. Der richtige Sherlock Holmes hat immer eine Geige in dem Kasten gehabt. Bravo. Hier. Gehen Sie in Zukunft vorsichtiger damit um, Herr Doktor. Danke. Was erwarten Sie für eine Gegenleistung? Fair Play. Dass Sie die Koffer meiner Bekannten und alles, was darin war, auch zurückgeben. Das ist nur recht und billig. Die Sachen stehen Ihnen natürlich zur Verfügung. Wir haben nichts angerührt, ist noch alles da. Leider nicht alles. Wieso? Die Sachen aus den Geheimfächern sind nicht mehr da. Geheimfächer? Doktor, haben Sie was von Geheimfächern gewusst? Ja, ja, habe ich gewusst. Habe sogar gesehen, oben in den Koffern in der Wölbung. Waren hübsch gemacht. Warum haben Sie mir nie was davon gesagt? Ne? Gott, wozu hätte ich da was sagen sollen? Die Fächer sind ja leer gewesen. Ach so, leer. Na, das ist ja was anderes. Die Fächer sind nicht leer gewesen. Ihr habt sie ausgeräumt. Wo habt ihr das Geld und die Pläne hingeschafft? Wenn Sie so mit uns reden, werden Sie nie etwas zurückkriegen. Wir bekommen bestimmt alles zurück. Wir haben euch nämlich in der Hand. Wir Sie nämlich auch. Euch wird es schwerfallen, uns etwas nachzuweisen. Aber dass ihr Gauner seid, haben wir schwarz auf weiß. Hier. Eine Quittung. Geliefert für Mr. Morris Flynn. Eine Reisemütze, ein Reisemantel kariert, eine Dunhill-Scheckpfeife, ein Browning, gebraucht. Zusammen 9 Pfund, 17 Schilling. Anzahlung von 4 Pfund erhalten. Datum und unleserliche Unterschrift. Ihr habt die Ausstattung für euren Trick nicht einmal ganz bezahlen können. Siehst du, Maggie, so geht das. Die großen Sachen klappen. Und über die Kleinen kommt man ins Stolpern. Und bricht sich dabei das Genick. Wie unangenehm für euch, wenn die Polizei diese Quittung bekommen wird. Und das nennen Sie Fairplay. Oh, Sie bekommen den Zettel zurück. Heute Abend um 11 Uhr. Wir speisen zusammen nach Theaterschluss. Bis dahin werden Sie das Geld und die Pläne besorgt haben, um sie uns zurückzugeben. Einverstanden? Einverstanden. Sie haben einen passenden Kött gefunden.
Sie werden auch einen passenden Frack finden. Auf heute Abend. Glaubt aber nicht, dass ihr mit uns schiefe Sachen machen könnt. Wir finden euch, wo ihr auch seid. Schneller und sicherer als die Polizei. Wir greifen fester und rücksichtsloser zu. Willst du sie ihn zurückgeben? Du bist wohl nicht ganz in Ordnung. Mach den Geigenkasten leer. Ja. Aber wenn sie uns anzeigen, die Quittung, was machen wir denn da? Erstmal nach Ivel fahren, zu Professor Berry. Ja. Ich bleibe heute Nacht noch in Ivel. Aber morgen früh muss ich in die Stadt. Die Formalitäten wegen der Übernahme der Hinterlassenschaft Ihres Herrn Onkels werden wir dann später erledigen. Kann ich Ihnen sonst noch dienlich sein? Dankeschön, Herr Doktor. Können Sie uns nicht mitnehmen? Warum? Gefällt es Ihnen hier nicht? Doch, aber wissen Sie, Herr Doktor, wir haben nämlich weiter gar nichts mit, als was wir hier anhaben. Und was wir hier mit haben, ist überhaupt alles, was wir haben. Wir dachten, es wäre sicher nötig, uns hier ein bisschen anzupassen mit Kleidern. Es braucht hier nicht gleich das Teuerste zu sein, Herr Doktor. Er würde sicher nichts dagegen haben. Nein, sicher nicht. Aber ich wäre Ihnen sehr dankbar, meine Damen, wenn Sie damit noch ein wenig warten würden. Glauben Sie nicht, dass ich Ihnen Vorschriften machen will, aber... Das Fremdenzimmer ist fertig. Können schon heraufkommen, Herr Doktor. Ich muss früh auf. Entschuldigen Sie bitte. Gute Nacht, meine Damen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ob uns das Öl genommen hat? Aber nein, wir sind doch die Erbinnen. 200.000 Francs. Mary, wenn man so viel Geld hat, wird einem überhaupt nichts mehr übel genommen. Nun, nichts. Ich habe, während Sie mit den Damen im Park waren, noch einmal alles durchsucht. Ich habe nichts gefunden. So, dann muss ich der Polizei melden. Die Polizei ist immer unangenehmer. Aber was bleibt mir denn anderes übrig, Charles? Was soll ich denn den Mädchen sagen? Ich kann sie nicht länger hinhalten. Der selige Herr wollte nie etwas mit der Polizei zu tun haben. Ich weiß mir keinen anderen Rat, Jean. Die Damen glauben, sie sind reich. Sie wollen einkaufen, Kleider, Wäsche. Ich kann das verstehen. Und dabei ist nicht mal Geld für Essen da. Jetzt legt sich der Rechtsanwalt mit seinen Sorgen ins Bett. Hoffentlich bleibt er liegen und schläft ruhig. Ja, das wünsche ich ihm auch. Ich hau mich nicht gern mit alten Leuten. Da sind eigentlich die beiden Mädchen, die da angekommen sind. Das sind die Erbinnen. Bist du verrückt? Wenn jemand aus dem Fenster rausschaut. So laut, Paul. Hoffentlich sind die Dinger noch da. Natürlich. Aber vielleicht hat man sie schon gefunden. Ach, ausgeschlossen. Dazu hat sie der Professor viel zu gut versteckt. Wann darf ich die Damen wecken? Der selige Herr pflegte täglich um 6 Uhr aufzustehen, also um 6. Der Herr Onkel nahm zum Frühstück immer Haferschleimsuppe mit Toast. Sonst nichts? Sonst nichts. Darf ich die Damen auf ihr Schlafzimmer bringen? Jetzt geht's los. Gute Nacht und träumen Sie gut, meine Damen. Was Sie heute hier träumen, geht in Erfüllung. Das große Leben hat begonnen. Die Schlosserinnen gehen mit den Hühnern schlafen, werden mitten in der Nacht geweckt und frühstücken Haferschleimsuppe mit Toast, lange vor Sonnenaufgang. Ich kann doch nicht gleich am ersten Tag alles ändern. Aber warte nur ab. Lass mich nur machen. Wir werden hier ein schönes Leben führen. Die feinsten Leute werden bei uns aus- und eingehen. Wir werden Gesellschaften geben. Musikabende, Hausbälle, berühmte Männer werden unsere Gäste sein. Hier muss es irgendwo sein. Schau mal nach. Ich suche einen Schlüssel. Nicht, Herr Doktor.
Fall. Wo ist der Raum, wo ich euch sicher unterbringen kann? Vielleicht in der Waschküche. Los, los, runter mit euch. Los, los, schnell. Aufwachen! Polizei! Wie euch, wenn ihr öffnet. Sofort aufmachen! Polizei ist da! Warum wollt ihr denn die liebe Polizei nicht hereinlassen? Machen Sie ruhig zu auf. Wir können doch nicht alle durchs Fenster marschieren. Also, was gab's hier zu suchen? Herr Kommissar, Herr Kommissar, ich kann mir denken, was die beiden gesucht Danke. Haben. Danke, mir auch. Geld. Hä? Natürlich. Den! Was ist denn? Ich dachte, du bist aus dem Bett gefallen. Ich war so. Hast du nichts gehört? Nein. Ist was runtergefallen? Ach, lass mich doch in Ruhe, du spinnst ja. Ja. Stecken sich ja woanders. Die Dinger. Ja, der Herr Professor hat die zu gut versteckt. Die Dinger. Ich weiß Bescheid. Also, wo können wir die Herrschaften für heute Nacht gut einquartieren? In der Waschküche. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Also los, los. Oh, komm, mein Bursche. Wer ist das? Sherlock Holmes. Irische Ziege bist du. Ich habe gerade angefangen zu träumen. Und das wäre bestimmt ein schöner Traum geworden. Wer weiß, ob ich jetzt wieder den Anschluss kriege. Mr. Holmes, welch glücklicher Zufall, dass Sie gekommen sind. Ich komme niemals zufällig. Gerade morgen wollte ich die Polizei benachrichtigen. Die Polizei? Ja, ich wollte alle diese rätselhaften Umstände hier zur Anzeige bringen. Das ist jetzt ja natürlich nicht mehr nötig. Jetzt bin ich ja da, um den Fall zu enträtseln. Ja. Professor Berry? Ja. Seit wann? Vor 10 Tagen. Ganz plötzlich. Mhm. Und Mary Berry und Jane Berry aus Middletown sind die Erben. Ganz recht, aber... Also bitte sprechen Sie ruhig weiter. Jawohl. Und Sie werden meine Verzweiflung sofort verstehen. Laut Testament soll ich den beiden Mädchen die Hinterlassenschaft auszahlen. 200.000 Francs. Aber das Geld ist nirgends zu finden. Ist im Testament der Aufbewahrungsort des Geldes angegeben? Nicht genau. Aber nach den Geschäftsbüchern muss das Geld hier im Schlosse sein. Wir haben alles durchsucht und keinen Sou gefunden. Sie werden auch keinen finden. Aber warum nicht? Weil der Professor sein ganzes Geld ausgegeben hat. Was denn? Eine solche Summe? 200.000 Francs. Es gibt Dinge für 200.000 Francs, die so klein sind, dass man schon den größten Detektiv bemühen muss, um sie wiederzufinden. Wie lange sind Sie schon bei Professor Berry? 12 Jahre. Der Professor war Sammler, nicht wahr? Nein. Was denn? Hat er kein Steckenpferd für kostbare Kunstgegenstände? Raritäten, Seltenheiten oder so? Weiß ich nicht. Na, hören Sie mal, wenn Sie 12 Jahre hier im Hause sind, müssen Sie Ihren Herrn doch kennen, nicht? Doch lächerlich. Der selige Herr hat nie mit mir darüber gesprochen. Er hat viel gearbeitet, aber immer nur nachts. Dann hat er sich hier eingeschlossen und da durfte ich nicht stören. Kam nie Besuch? Nie. Aber der Herr Professor fuhr oft in die Stadt, nicht wahr? Nein, sehr selten. Waren Sie dabei, als er starb? Nein, ich bin erst später dazu gekommen, als er schon verstorben war. Erzählen Sie. Der Herr Professor hat an diesem Tag einen Brief bekommen, dessen Inhalt ihn sehr aufgeregt hat. Und dann befahl er mir, die Koffer zu packen. Er wollte sofort verreisen. Aber als die Koffer schon längst gepackt waren und der Wagen vorgefahren war, saß der Professor im Schreibtischsessel und rührte sich nicht mehr. Dort. Und so saß er da. Der Arzt hat nachher Herzschlag festgestellt. Lag dieses Glas damals auch hier? Ich glaube, ja. Darf ich kombinieren? Bitte. Alles sonnenklar. Inhalt des aufregenden Briefes, die rote, die blaue. Professor sein ganzes Vermögen dafür den beiden Gaunern gegeben, die Magen für ihn gestohlen hatten. Professors Freude über Magen so groß als Herzschlag. Plan der beiden Gauner, Magen zurückstehen und erpressen. Diesbezüglicher Brief an Ausstellungsleitung bereits geschrieben. Richtig. Rechnung aber ohne Sherlock Holmes und Dr. Watson gemacht, die hier versteckten Marken finden und ihnen vor der Nase wegschnappen werden. Richtig. Also so hat der Professor da gesessen. Und was haben Sie dann gemacht? Ich, habe das Fenster geöffnet. Und dann liefen Sie davon, um Arzt zu holen? Nein, ich holte kaltes Wasser und Eau de Cologne. Also dann holen Sie jetzt nochmal kaltes Wasser und Eau de Cologne.
Bitte. Aus. Verbrannt. Doktor? Hm? War das in diesem Kamin das letzte Mal Feuer gemacht worden? Schwer zu bestimmen. Leicht zu bestimmen? Wieso? In diesem Kamin hat noch niemals Feuer gebrannt. Das ist eine Attrappe und hat keinen Abzug. Stimmt! Stellen Sie sich hin, wo es gestanden hat. Was war noch auf dem Schreibtisch? Dieselben Gegenstände wie jetzt. Nichts, was Ihnen aufgefallen ist. Doch. Was? Ein Buch. Aufgeschlagen? Nein, zugeschlagen. Also bei Ihnen stimmt aber auch gar nichts. Welches Buch? Das weiß ich nicht mehr. Sie haben es wieder in die Bibliothek zurückgestellt. Jawohl. Oben oder unten? Weiß ich nicht. Haben Sie eine Leiter dazu benutzt? Nein. Da muss es gewesen sein. Ein dickes Buch. Doktor? Ja? Blättern Sie diese Bücher durch? Ja. Was hat der Professor angehabt? Den gleichen Anzug wie auf dem Bild. Seinen Sonntaganzug. Was war in den Taschen? Sie haben die doch ausgeräumt. Natürlich. Also? Taschentuch, seine Uhr, Schlüsselbund, zwei Bleistifte und eine Brieftasche. Was war in der Brieftasche? 450 Francs. Die haben wir den beiden Damen für die Reise geschickt. So, und sonst nicht? Doch. Was? Oh, ein paar Briefmarken. Bravo. Bravo, mein Lieber. Geben Sie mir mal sofort diese Briefmarken. Ich habe sie abgeschickt. Was? Abgeschickt. Wohin denn, Sie Unglücksmensch? Ich habe sie auf die Todesanzeigen geklebt, die ich im Auftrag des Herrn Rechtsanwalts verschicken sollte. Ach so, das waren wohl, neue Briefmarken, wie? Ja, ja. Etwa 10 Stück. 5-Cent-Marken. Hm. Na. Also, dann holen Sie mir den Sonntagsanzug des Herrn Professors. Tja, das ist ja nun, ist nicht möglich. Warum nicht? Weil wir ihn darin bestattet haben. Wohin führt diese Tür? Da ist keine Tür. Da ist ja doch eine Tür. Davon habe ich nichts gewusst. Wirklich nicht. Bringen Sie mal Leuchter her. Lass mich alleine gehen. Merkwürdig, dass Sie von diesem Gang nichts gewusst haben. Sehr merkwürdig. Ich habe ihn nie gesehen. Ich durfte ja auch nie die Bücher anrühren. Jetzt verstehe ich, dass der selige Herr manchmal gar nicht zu finden war, obwohl er das Schloss nicht verlassen hatte. Manchmal hat er ja auch telefoniert mit mir und ich konnte und konnte mir nicht erklären, in welchem Zimmer er ist. Dabei haben Sie sich nichts gedacht? Nein. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Man muss sich immer etwas denken, bei allen Dingen, die einem auffallen, aber noch mehr bei denen, die einem nicht auffallen, da steckt dann meistens was dahinter. Geben Sie her. Leihhaus Lombard, Rue de Brea Nummer 13, betrifft M4, werter Professor Berry. Besten Dank für die prompte Lieferung. Von einer Absage Ihrer Weiterarbeit nehmen wir keine Kenntnis. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie Ihren Verpflichtungen genau wie wir weiter nachkommen. Wir werden sonst Schritte ergreifen, die nicht in Ihrem Interesse liegen. Keine Unterschrift. M4. Hm? M4. Das ist eine seltsame Korrespondenz. Kann das der Brief sein, den der Professor so aufgeregt hatte? Ja, das ist er. Becky! Becky! Komm runter! Ja. Was ist denn da unten los? Hoffentlich passiert den beiden nichts. Was ist das? Und das? Und das? Und das hier? Begreifst du mich? Wirst gleich begreifen. Komm her, mein Junge. Pass auf. Habt Sie Bildchen, ha? Bilderbogen? Maggie? Kapierst du immer noch nicht? Ist ja kolossal. Wie? Professor Berry war... Was? Was? Ein Fälscher? Fälscher? Der König aller Fälscher. Hier. Rubel, Dollar, Drachmen, Pesos, Pfunde, Steuerbandrollen, Pässe, Lotterielose, Chips, was du willst. Die Banknoten der halben Welt. Und Marken. Seltene Briefmarken. Die Mauritius-Marken wurden hier gefälscht. Hören Sie,
Mit wem schimpfen die da? Gehen Sie hinunter, Jean, nachsehen. Ich warte hier, damit niemand die Türe zuschlagen kann. Ja, ja, ja. Jawohl, ich werde gehen. Boris, da sind wir ja gemachte Leute. Was für Leute, merke ich schon nicht der richtige Ausdruck, Junge. Sherlock Holmes, Dr. Watson, der Stümper gegen uns, sage ich dir. Die reinen Anfänger. Moskau vor 3 Jahren. Gefälschte Rubelscheine? Besser ausgeführt als die Originale der Staatsdruckerei? Richtig. Professor Berry hat sie gemacht. 1908? Skandal im Casino von Monte Carlo. Tausende von Jetons mehr eingenommen, als die Kassierer ausgegeben hatten. Ja. Hier wurden die Formen zu den falschen Jetons hergestellt, du. Richtig. Und das Leihhaus Lombard hat sie in Umlauf gebracht. Richtig. Was? Leihhaus Lombard. Wieso? Hier, lies. Hab ich oben gefunden. Was ist? Gib mir mal den Brief an die Ausstellungsleitung her. Hast du? Tja. Mit derselben Schreibmaschine geschrieben, du hast recht. Das Leihhaus Lombard ist die Zentrale. Für diese Kerle hat der Professor gearbeitet und hat sich nicht schlecht dafür bezahlen lassen. Du. Hier. 200.000 Francs hat er damit verdient. Echte Francs. Und ein Schloss mit Pferd und Wagen und Park und Dienerschaft. Mackie. Seit Jahren sucht man diesen Mann und diese Bande und hat sie nicht gefunden. Wir lassen sie auffliegen. Verlass dich drauf. Du und ich, Mackie McMacpherson und Morris Flynn, ein herrlicher Fall. Junge, ein Fall von dessen Ausmaßen, du dir ja überhaupt gar keine Vorstellung machen kannst. Aber Mary Berry und Jane Berry wären besser in Middletown geblieben. Warum? Der Traum vom Schloss war kurz. Die Mädchen können natürlich noch nichts mehr übernehmen. Kein Geld. Kein Schloss, nichts. Menschenskind, Donnerwetter, ja. Du, daran habe ich nicht gedacht. Mit der Erbschaft ist es Essig. Und wir müssen sie natürlich sagen. Natürlich müssen wir es ihnen sagen. Siehst du, Maggie, so ist das. Aus dem einen seine Uhr, dem anderen seinen Nachtigall. Tja. Auf einmal freut mich das Ganze nicht mehr. Nun meinst du mich? Komm. Sie haben alles gehört? Alles. Na, das ist nun mal so. Ja. Sie sagen niemandem etwas, verstanden? Auch den Damen nicht? Nein. Wenigstens vorläufig. Kommen Sie. Acht Uhr. Zum Abendessen werden Sie ja wohl nicht mehr kommen. Aber vielleicht willst du jetzt mit dem Frühstück auf die beiden warten. Und das alles wegen euch, ihr Idioten. Rücken vor einem Mann mit einem Geigenkasten aus. Lassen Geld und Pläne im Stich. Die Arbeit von einem ganzen Monat ist hin. So was ist mir noch nicht vorgekommen. Ich habe das Gefühl, wir zanken uns lieber woanders weiter. Wo die Polizei uns nicht findet. Die Polizei? Natürlich. Was hindert denn die beiden, dass sie uns verfeinden? Im Gegenteil. Sie können gar nichts Gescheiteres tun, wenn sie es nicht schon getan haben. Ja? Mr. Holmes, die Morgenausgabe mit einem Bild von Ihnen. Gib her. Ich hab's Ihnen gegeben. Hier. Der weltberühmteste Detektiv mit seinem Freund Dr. Watson. Unser Bild zeigt Sie auf dem Wege zum Polizeipräsidium, einer Einladung des Polizeidirektors folgend. Was bedeutet, frage ich Sie. Ich habe ihn nicht eingeladen. Wer hat ihn eingeladen? Ich, Herr Polizeidirektor. Dieser Mensch war wirklich hier? Hier im Hause? Jawohl, hier im Zimmer. Wozu? Ich habe ihn gebeten, uns im Fall der verschwundenen Mauritius Merken zu helfen. So. Sie haben ihn gebeten. Haben ihn holen lassen. Jawohl, auf besonderen Wunsch seiner Exzellenz Morgon. Sie haben ihm hier im Polizeipräsidium offiziell den Auftrag erteilt, die gestohlenen Briefmarken wieder herbeizuschaffen. Jawohl. Sie sind also fest davon überzeugt, dass dieser Mann Sherlock Holmes ist. Ich zweifle nicht einen Augenblick daran. Sie tun mir sehr leid, meine Herren.
Ich werde Ihnen sagen, wer dieser Mensch ist. Ein Schwindler, ein Betrüger, ein Hochstapler. Alle beide. Lumpen, solche Gauner. Von einer Frechheit, die zum Himmel schreit. Und Sie fallen ihn hinein. Sie alle. Der Chef der Kriminalpolizei verhandelt mit Ihnen im Polizeipräsidium. Bitte um Hilfe. Einen Verbrecher um Hilfe. Die haben uns lächerlich gemacht. Unmöglich gemacht. Herr Direktor. Schweigen Sie. Hinterher ist es immer leicht zu reden. Einen Tag bin ich mal nicht da. Gleich passieren solche Geschichten. Herr Direktor, er ist aber bestimmt... Er ist es bestimmt nicht. Wo sind die Burschen? Sofort verhaften. Festnehmen. Steckbrief heraus. Jawohl. Na? Endlich sind Sie aufgewacht. Sie werden bald unten sein. Aber Sie haben nichts von uns gesagt. Kein Wort. Glaubst du daran, dass Träume, die man in der ersten Nacht in einem neuen Heim träumt, in Erfüllung gehen? Selbstverständlich. Wenn ich dir jetzt erzähle, was ich geträumt habe, wirst du senkrecht die Wand hochgehen und vor Eifersucht zerplatzen. Oh nein. Ich weiß ja, was du geträumt hast. Wieso? Du warst sehr unglücklich im Traum. Du hast gesäugt, dass es einem Hund jammern konnte. Du hast mir richtig leid getan, Mary. Ha, stimmt ja gar nicht. Ich hab sehr schön geträumt. Aber du? Du musst ja ein scheußliches Zeug zusammen geträumt haben. Ich wollte dich schon wecken. Mich? Warum? Weil du immer im Schlaf gesprochen hast. Was habe ich denn gesagt? Möchte ich lieber nicht sagen. Na los, sag's schon. Küss mich doch, du lieber Eisenbahnräuber, hast du gesagt. Das hab ich gesagt? Hm. Und weil er scheinbar nicht getan hat, hast du es die ganze Nacht gesagt. Immerzu, küss mich doch, du lieber Eisenbahnräuber. Hat mir richtig leid getan, liebe Jane. Wo warst du denn so lange? Nur auf der Post, du hast mich doch hingeschickt. Hm? Riechen tust du, als ob du aus dem Wirtshaus kämst. Ja, das ist auch im gleichen Haus. Links ist die Post und rechts ist Wirtshaus zur Post. Hast du das Geld aufgegeben? Natürlich, schau, dass ich dabei war, Morris. Hat einen großen Eindruck gemacht, du. Als ich den Geigenkasten auspackte und die 32.000 Franken auf den Tisch legte, da ist der Beamte beinahe vom Stuhl gefallen. Als er dann noch die 20.000 Gulden aufgab, du, da sind die anderen Beamten auch dazugekommen und die haben mich angestaunt. Als aber dann auch die Pfunde sahen, weißt du, die 16.000, da war es aus. Du kannst dir überhaupt den Jubel nicht vorstellen. Da sind sogar die Leute noch aus dem Wirtshaus rübergekommen, du. Es war so nett. Und dann haben sie mich auf ein Glas Wein eingeladen, die Beamten, und ich habe mich nicht getraut, Nein zu sagen, weil ich keinen Verdacht erregen wollte, denn der Gendarm, der war auch noch da. Du, und der hat auch noch ein Glas spendiert, also es war lustig. Hm. Schade, dass nicht dabei warst. Die Leute waren nett, die Leute du waren... Du bist ja ganz vergnügt. Ja, ja, sehr. Sie. Achso. Hast denen noch nicht gesagt? Na, natürlich nicht. Und die dechiffrierten Fotokopien, hm? Habe ich eingeschrieben und express abgeschickt. Quittung? Habe ich hier Aufgabeschein bei. Na komm doch schon, Mary. Unsere Hafenschleimsuppe wartet. Sie sind hier? Das ist aber schön, dass Sie uns besuchen kommen. Sie sind die ersten Gäste auf unserem Schloss. Seien Sie herzlich willkommen. Wie haben Sie uns denn gefunden? Woher wussten Sie denn, dass wir hier sind? Wir wissen doch alles. Sie sind ja gestern so sang- und klanglos aus unserem Zug verschwunden, ohne Abschied hier. Mein Freund hoffte schon, mit Ihnen ein paar nette Stunden zu verbringen, aber leider hat ihn seine Hoffnung betrogen. Also, das finde ich reizend. Und jetzt müssen Sie die paar netten Stunden hier mit uns verbringen. Was Sie jetzt sagen? Ja, ja, ich werde es Ihnen schon sagen. Sie haben sich wohl sehr gefreut. Oh ja, sehr. Kann ich mir gut vorstellen. Nein, das können Sie sich nicht vorstellen. Sie müssen nämlich wissen, wir sind ganz einfache Mädchen. Kurbelstickerinnen. Vor 10 Tagen saßen wir noch bei Armstrong und Company an unseren Nähmaschinen unter 100 anderen. Und vor einigen Tagen kommt ein Brief von einem Dr. Balderin. Wir sollen sofort hierher kommen. Wir sind die alleinigen Erben von Professor Barry. Wir haben es erst gar nicht glauben können. Aber in der Fabrik hat uns der Direktor beglückwünscht und alle Mädchen. Und in der Zeitung von Middletown hat gestanden, Glück über Nacht. Ich muss euch etwas sagen, Mary Barry und Jane Barry. Wir beide, wir sind nicht bloß so hergekommen. Wir wollten euch... Ja, das wollten wir euch auch wiedergeben. Mein Freund hat es nur aus Versehen bei sich behalten. Das haben wir gar nicht bemerkt. Ich auch nicht. Aber das ist es nicht. Nicht wahr? Ihr habt euren Onkel nicht gekannt. Nein. Unser Vater hat nie von ihm gesprochen. Seht ihr? Dafür hat euer Vater auch seine Gründe gehabt. Euer Onkel war ein großer Künstler.
Er hat auch sehr viel Geld verdient mit seiner Kunst. Hier das schöne Schloss und alles, was ihr geerbt habt. Aber leider war euer Onkel auch ein Mann, der seine Kunst benutzte, Also Kinder, kommt mal mit, ich werde euch alles zeigen. So, nun kommt mal mit. Also, Sie brauchen wirklich keine Angst zu haben. Wir tun Ihnen nichts. Wo sind wir denn hier? Hier hat euer Onkel gearbeitet. Was war denn unser Onkel? Ein Lithograf, eine einmalige Begabung. Als er 20 Jahre alt war, hat er ein großes Preisausschreiben für den schönsten Entwurf einer 59-Franc-Note gewonnen. Die gibt's heute noch. Und der Staat zahlte dem jungen Künstler 1000 Franc für seine Arbeit. Er war erst 20 Jahre? Ja. Und diese Banknote wurde bestimmend für sein ganzes Leben. Er hat dann bis zu seinem Tod noch sehr viele Geldscheine gemacht. Aber nicht mehr für Preisausschreiben und keine neuen Entwürfe. Er hielt sich an die Vorbilder der vorhandenen Banknoten und machte sie genau nach. Besser oft als die Originale. Ich bin heute Nacht zwei Männer eingedrungen, die sich als Sherlock Holmes und Dr. Watson ausgegeben haben. Wo sind die beiden? Fort. Schon lange. In die Stadt zurückgefahren? Jawohl. Ja. Mit den Damen? Ja. Sie wissen, dass ich Sie verhaften kann, wenn Sie die Unwahrheit sprechen. Jawohl, Herr Kriminalrat. Sie sind also sicher, dass die beiden nicht mehr im Hause sind? Ganz sicher. So, und wie erklären Sie sich denn, dass diese Sachen noch hier sind? Hä? Verstehe ich nicht. Vielleicht sind die Herren nur spazieren gegangen. Oder noch im Hause. Alles durchsuchen. Sie bleiben hier. Ich hätte euch lieber was Schöneres erzählt, wenn ihr mir glauben. Aber mal hättet ihr es doch erfahren und dann wäre es nicht so leicht gewesen, auf das alles zu verzichten. Nee? Verzichten? Selbstverständlich. Oder bist du dir noch nicht klar darüber? Doch, darüber bin ich mir vollkommen im Klaren. Aber schade ist es doch. Ich hatte mir schon alles so schön ausgedacht. Den Flügel wollte ich stimmen lassen. Und die Terrasse war schon fertig in meinem Kopf. Und morgen früh hätte es auch keine Haferschleimsuppe mehr gegeben. Sondern ein richtiges Frühstück um 9 Uhr. Ah, der große Poll und der kleine Peter. Alte Bekannte, jetzt wird's interessant. Na, was hat euch denn hierher geführt? Komm, wir packen unsere Sachen und fahren zurück nach Middletown. Nach Middletown? Nicht um alles in der Welt. Was wird der Direktor sagen und die Mädchen? Was wird in der Zeitung stehen? Nein, überall hin, nur nicht nach Middletown. Wie willst du denn überhaupt hinkommen? Wir haben doch nur noch 28 Franc 60. Ganz egal, hier bleiben wir nicht einen Augenblick länger. Bravo, das haben wir auch gar nicht anders von euch erwartet, nicht wahr, Maggie? Richtig. Aber was soll denn nun aus uns werden? Bleiben wir zusammen, das ist am einfachsten, nicht? Na, natürlich bleiben wir zusammen. Glaubt ihr denn, wir haben nicht überlegt, was weiter aus euch werden soll? Hm? Und ob wir es uns überlegt haben, ganz genau? Schon in der Eisenbahn hat er sich's überlegt. Glaubt ihr denn, wir sind nur hergekommen, um euch euer Luftschloss zu zertrümmern? Und um euch dann so mir nichts, dir nichts wieder nach Middletown abzuschieben? Wir bleiben jetzt zusammen, wir vier. Das heißt, wenn ihr wollt. Wir würden uns freuen, nicht? Wir uns doch auch. Nicht wahr, Mary? Ja. Na also. Dann ist doch alles all right. Jetzt gehen wir nach oben und werden mal in Ruhe und Gemütlichkeit darüber nachdenken, was weiter geschehen soll. Ihr wollt also nichts sagen. Abführen! Wir werden euch schon die Zunge lösen. Alles durchsucht, nichts gefunden. So. Dann werden wir eben hier so lange warten, bis die Herrschaften von ihrem Spaziergang zurückgekommen sind. Darf ich den Herrn etwas anbieten? Wein? Cognac? Nein, danke. Das lange Warten macht durstig. Ich werde auf alle Fälle etwas besorgen. Sie bleiben hier. Verlassen das Zimmer nicht. Sie befehlen. Verflucht. Hm? Die Polizei. Zu früh. Hoffentlich hat dieser Jean dicht. Wie kommen wir jetzt hier raus?
Mensch. Kinder, ich kann euch jetzt nichts erklären. Jedenfalls, wenn uns die Polizei erwischt, ist alles aus. Ihr bleibt jetzt still stehen und rührt euch nicht, ja? Ja, ist gut. Lassen Sie nur. Ja, hallo. Jean. Ja? Jean, sind Sie es? Ja, ich bin es, Jean. Alles ist gut, Herr Kriminalrat. Verflucht, jetzt hat er mich an der Stimme erkannt. Hallo? Jetzt weiß er gar nicht, was los ist. Was tut er also? Kombiniere? Er kombiniert. Richtig. Was will er machen? Die Zentrale anrufen. Richtig. Siehst du? Hier, Postzentrale, Ivel. Woher kam eben das Gespräch? Aus dem Keller. Aus was für einem Keller? Aus dem Rathauskeller. Also aus der Stadt. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Wenn Sie sich unverschämt sehen, bei mir ist überhaupt Schluss. Gehen Sie weg. Sie rennen. Fein, es hat geklappt. Sind alle weg. Gut. Also du bringst Mary und Jane in die Stadt zu Dr. Balderer. Ja. Wenn sie nicht heil ankommen, bist du die längste Zeit mein Freund gewesen. Hinterher kommst du in die Rue de Brea. Richtig. Warum kommst du in die Rue de Brea? Um dich vor Lombard zu treffen. Richtig, da haben wir nämlich noch eine ganze Kleinigkeit zu erledigen. Ja, toll. Was ist das? Da hängt unser Steckbrief mit Bild. Das ist doch herrlich. Eine bessere Legitimation können wir uns ja gar nicht wünschen. Komm rein, Maggie, schnell. Erste Tür links. Los. Junge, ja, Maggie, wir sind hier goldrichtig, du. Ja? Da drüben sitzt die Bande. Das sind auch unsere Marken. Hier drüber in den Laden. Wenn ich in einer halben Stunde nicht wieder draußen bin, holst du die Polizei, verstanden? Ja, du Boris. Was? Ich habe so das Gefühl, dass diesmal schief gehen wird. Das hast du ja immer. Ja, aber diesmal... Diesmal kann überhaupt nichts passieren. Ich komme nämlich als gut Freund. Hm? Was? Polizei ist in der Nähe. Wo ist der Chef? Muss mich verstecken. Schnell! Augenblick. Er ist da. Wer? Der falsche Sherlock Holmes. Er ist nebenan im Laden, will den Chef sprechen. Kann er haben. Sag dem Chef Bescheid. Aufpassen! Rein mit ihm! Hallo? Hallo, Chef. Ihr müsst mir helfen. Bist du, hä? Ja. Gute Idee. Nicht so gut, wie ich geglaubt habe. Tja, sollen wir denn da mit dir anfangen? Ist egal, ihr könnt mich doch gebrauchen. Ich mache alles, was ihr wollt. Fang auch gleich an. Ja, das kann nur der Chef bestimmen. Was denn? Du bist nicht der Chef? Wo steckt denn der Chef? Dort. Hol den zweiten. Der muss irgendwo draußen in der Nähe sein. Unangenehme Überraschung. Was? Nicht für mich.
Ich habe immer gehofft, dass wir beide uns mal wiedersehen werden. Wir waren ja verabredet. Ich bitte um Entschuldigung, die Frau, dass ich damals nicht gekommen bin. Ich habe leider doch nicht den passenden Frack gefunden. Na, jetzt bin ich ja da. Sei nicht frech. Wo sind die Sachen? Ach so, das Geld und die Pläne. Ja, die habe ich nun leider nicht bei mir. Ich konnte doch nicht wissen, dass ich dich hier treffen werde. Wissen Sie, gnädige Frau, es ist mir zu unsicher, immer so viel Geld bei mir zu tragen. Durchsuchen. An die Banken zurückgeschickt. Die Gulden nach Amsterdam, die Pfunde nach London und die Franken nach Cherbourg. Und die Pläne an die Polizei. Dechiffriert. Meine eigene Arbeit. Also ein Spitzel bist du, mein Junge. Na, das wird dir teuer zu stehen kommen. Sag dir mal, hier sind noch andere interessante Sachen. Wie kommst du zu den beiden Briefen? Unser Brief an den Ausstellungsdirektor wegen der Mauritius-Marken. Und unsere Korrespondenz mit dem alten Barry in Ivel. Komm da rein. Dich suchen Sie doch auf. Jetzt wird mir Verschiedenes klar. Zum Beispiel, warum der sonst so ängstliche Ausstellungsdirektor auf unseren Brief überhaupt nicht reagiert hat. Wie erklärst du dir das? Na? Er hat es vorgezogen, dich mit dem Fall zu betrauen. Und Sherlock Holmes hat ihm natürlich versprochen, die echten Marken wieder herbeizuschaffen. Glückste, was der arme Mann tun konnte. Der alte Trottel. Und hat am Morgen den schönsten Skandal. Das glaube ich nicht. Ja? Morgen hat er nämlich seine echten Marken wieder. Aber ich muss schon sagen, Ehre wem Ehre gebührt. Vielleicht hast du auch in Ivel? Ja, habe ich auch. Ein riesig interessantes Laboratorium. Eine Spürnase wie der echte Sherlock Holmes. Nur schade, dass du deine Fähigkeiten so am falschen Platz ansetzt. Der andere ist draußen. Ja, aus dir hätte noch was werden können. Ja, ja. Nachwuchs, den man fördern sollte. Aber ein kleiner Zufall bricht dir jetzt das Genick. Der Zufall bin ich. Tja, du bist mein Pech. Gerade in dem Augenblick, wo du am Ziel bist, ist es aus mit dir. Gerade jetzt, wo du deinen ganzen schönen Fall beisammen hast, da kannst du nichts mehr damit anfangen. Jetzt, wo du mich entdeckt hast, meine jahrelang vergeblich gesuchten Mitarbeiter, unser schönes falsches Geld und die schönen echten Marken, da geht dir die Luft aus. Denn glaube ja nicht, dass du dich noch auf deine liebe Polizei verlassen kannst. Na los, nun komm schon. Hey, raus! Hunde verfluchte! Hey! Hey! Hinzu! Thank you.
Mäcki, Junge. Siehst du denn aus, du Schlemm? Kannst du noch? Mäcki! Ja. Pack mich an! Was machst du denn? Fahr nicht so viel, Mäcki. Schnell fass mich an, sonst kommen sie und holen uns wieder hier raus. Was? So, die werden erledigt. Die führen wieder auf. Weiter aufladen. Bitte, Polizier! Ja, warum denn? Wirst du gleich sehen. Unten anfassen! Los! Was ist denn? Die Uhr ist weg. Hier. Nicht. Ach, Rindfee. Siehst du? Aufwachen! Das könnte dir so passen. Aufwachen! Weißt du jetzt warum? Nein. Aufwachen! Die möchte er wieder haben. Aufmachen! Die Uhr? Warum? Teuerste Uhr der Welt, Maggie. 600.000 Francs, hä? Was sollen wir machen? Komm! Wo willst du hin? Wir müssen sie warnen. Sie können doch jetzt nicht hierher kommen. Weißt du denn, wo sie sind? Nein, aus Lombard, Rüde Boyer, nicht? Wir werden sie schon finden. Aufstehen! Achtung, pass auf! Waren doch die beiden aus dem Zug. Was wollen die da drin? Wenn die zusammentreffen. Du, da stimmt doch was nicht. Komm. Was ist denn hier los? Wo bleibt ihr denn mit den Sachen? Helf lieber mit, sie sind da drinnen. Wer? Was hast du denn? Setz dich hin. Hunde, verfluchte. Komm her. Jetzt sitzen wir richtig drin. Kannst du mir glauben, Maggie, dass das mal so kommen würde? Habe ich nie gedacht.
Muss mir auch nicht böse sein, dass ich dich so mit reingeritten habe. Lass doch, Maus. Kümmer dich nicht um mich. Pass auf, das rutscht. Du, ich hab noch was Wunderbares. Hier, eine Tasche. Hände hoch! Einzeln herkommen und hinauf! Ist ja doch nicht schief gegangen. Natürlich nicht. Aber dir fällt doch immer gleich das Herz in die Hosen. Ja, entschuldige. Donnerwetter, das ist ja ein toller Fang. Der Laden hier wird abgeschlossen, bleibt unter Bewachung. Jawohl. Zumachen! Komm, Ricky, komm, sonst vergessen die uns noch. Hallo, hallo! Hier sind noch zwei. Ah, im Namen des Gesetzes, ihr seid verhaftet. Geklagte, was bezweckten Sie also mit dieser Hochstapelei? Wir wollten der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen. Unterlassen Sie Ihre Witze. Das ist mein heiligster Ernst. Aber Angeklagter, Sie werden uns doch nicht weismachen wollen, dass Sie hochstapeln und betrügen, um hier vor uns als Kämpfer für Recht und Gerechtigkeit zu erscheinen. Doch, es ist aber so. Bitte ums Wort. Ich will die wahren Motive der Angeklagten klarlegen. Da bin ich aber neugierig. Ich auch. Bitte schießen Sie los. Hoher Gerichtshof. Die beiden Angeklagten hatten folgenden verbrecherischen Plan. Zur Zeit der Weltausstellung treffen sich hier die reichsten Leute der ganzen Welt. Viele von ihnen haben kleine private Sorgen und große Geheimnisse. Was liegt da näher, als sich an den zufällig anwesenden Sherlock Holmes zu wenden und ihm diese Sorgen anzuvertrauen? Ihn um Rat und Tat zu bitten und ihm gerne Honorare und Vorschüsse im Voraus zu zahlen. Ahnen Sie, Hoher Gerichtshof, die unerhörten Möglichkeiten eines solchen Betrugsmanövers? Wie groß sind die Geschäfte, die ein falscher Detektiv mit ihm anvertrauten Geheimnissen machen kann? Man kann damit erpressen, man kann sie weiterverkaufen. Ja, man kann einen Menschen sein ganzes Leben lang in der Hand behalten oder ihn vernichten, wie man will. Nicht wahr, Herr Angeklagter? Angeklagte, Sie haben die Ausführungen des Anklägers gehört. Gerne, Herr Vorsitzender. Bisher hörten wir Theorie. Ich habe leider nur Tatsachen. Darf ich die hier vorbringen? Wir bitten darum. Na, da bin ich aber neugierig. Bitte, schießen Sie los. Es stimmt alles. Wir haben den Nordexpress angehalten, haben uns zwei Fahrkarten angeeignet, haben zwei Bettplätze benutzt, ohne sie zu bezahlen. Wir haben eine Passrevision vorgenommen und die bereitwillige Unterstützung der Herrn Bahnbeamten nicht zurückgewiesen. Die Herren von der Eisenbahn bitten wir um Entschuldigung und danken Ihnen gleichzeitig im Namen der Gerechtigkeit. Palace Hotel. Wir haben ein Appartement im Palace Hotel bezogen, stimmt. Am Ende der Verhandlung werden wir durch unsere hohe Belohnung in der Lage sein, die paar Francs zurückzubezahlen. Paar Francs? 564 Francs. Wieso denn? Und die Zimmer sind ja bis heute noch nicht abbestellt. Was denn, Maggie, hast du die Zimmer nicht abbestellt? Nein, wir brauchen es auch noch. Richtig. Also lassen Sie das Appartement ruhig auf unseren Namen weiterlaufen. Wir kommen dann nachher gleich rüber. Angeklagter, bleiben Sie bei der Sache. Verzeihung, Herr Vorsitzender. Zur Sache. Ja,
Man hat uns vorgeworfen, wir hätten uns als Sherlock Holmes und Dr. Watson ausgegeben. Nicht ein einziges Mal haben wir das getan. Im Gegenteil, wir haben es bestritten, nicht wahr, McGee? Geleugnet, dementiert. Wo immer wir es nur konnten. Das ist es ja eben. Gerade durch die Beteuerung, dass Sie es nicht sind, bestärkten Sie Ihre Opfer in dem Glauben, dass Sie es doch sind. Das war ja Ihr Trick. Aber Herr Staatsanwalt, hätten wir vielleicht sagen sollen, dass wir es sind, damit die armen Opfer glauben, dass wir es nicht sind? Ja. Aber bei der Polizei haben Sie nicht bestritten, dass Sie Sherlock Holmes sind. Da hat man uns ja gar nicht gefragt. Da hat man uns gebeten, einen Fall zu übernehmen. Und den haben wir übernommen. Und alle Herren waren über glücklich, dass wir ihn übernommen haben. Nicht wahr, Herr Kriminalrat? Sie haben sich in infamster Weise in unser Vertrauen geschlichen. Geschlichen? Dann halten Sie mal die Luft an. McGee, sind wir in das Polizeipräsidium geschlichen? Ach, geschlichen. Diese drei liebenswürdigen Herren haben uns nämlich im Auto abgeholt. Und wir sind mit großer Freude empfangen worden. Willkommen, willkommen, hat man gerufen. Jawohl, meine Herren, das sind die Tatsachen. Es war ein herzlicher Empfang, es war auch gleich Kontakt da. Wir dachten, Vertrauen gegen Vertrauen, machten uns gleich an die Arbeit, sofort und gründlich, Tag und Nacht und mit Erfolg. Wie Sie hier sehen. Erlauben Sie, Herr Vorsitzender. Vor einigen Wochen wurden nacheinander drei Bankeinbrüche verübt. In Amsterdam, Cherbourg und London. Wir haben die beiden Bankräuber entdeckt, in dem Expresszug, den wir anhielten. Sie sehen also, meine Herren, wie notwendig es war, den Zug anzuweisen. Den Raub von nahezu einer 500.000 haben wir den beiden weggenommen und den geschädigten Banken auf Heller und Pfennig zugesandt. Wie diese Postquittung beweisen, bitte, Herr Vorsitzender. Weiter! So, die dechiffrierten Pläne. Ja, der Herr Polizeidirektor hat vor einigen Tagen dechiffrierte Pläne zu einem Bankeinbruch zugeschickt erhalten, nicht wahr? Jawohl! Daraufhin konnte dieser Bankeinbruch vereitelt und die Täter auf frischer Tat ertappt werden. Jawohl! Diese Benachrichtigungen an Sie waren mit Daumenabdrücken gezeichnet. Stimmt! Haben Sie im Verbrecheralbum nachgesehen, wer zu diesen Daumenabdrücken gehört? Jawohl. Aber Sie haben nichts gefunden. Nein. Das konnten Sie auch nicht. Es waren nämlich unsere Daumen. Bitte gucken Sie sich diese komischen Dinge an. Das sind die Daumen. Und überzeugen Sie sich. Bill Lombard. Ja, dem Herrn Kriminalrat ist es gelungen, eine große Fälscherbande auffliegen zu lassen. Wir, mein Freund Mackie und ich, wir haben sie aufgespürt und ihm in die Hände gespielt. Aber das ist noch nicht alles. Weiter. Mauritius. Ja, meine Herren, ich komme jetzt zur Hauptsache. Exzellenz Van Gogh und die Herren von der Polizei haben uns in einer außergewöhnlichen Sache um Hilfe gebeten. Und wir haben geholfen. Wirklich? Sie haben? Jawohl, Exzellenz, wir haben. Herr Vorsitzender, bitte den Deckel der vor Ihnen liegenden Uhr zu öffnen. Ja, bitte. Was ist da drin? Hm. Nichts. Was? Hinterndeckel auf. Verstehe. Hinterndeckel? Na, selbstverständlich, bitte den Hinterndeckel zu öffnen. Exzellenz, wollen sich zum Herrn Vorsitzenden bemühen? Bitte, Herr Vorsitzender, den Inhalt seiner Exzellenz zu überreichen, aber vorsichtig, er repräsentiert den Wert von über 6x100.000 Francs. Die Marken sind nicht da. Was? Was? Erlauben Sie, Exzellenz. Hm? Verflucht. Leer. Können wir von vorn anfangen. Das geheimnisvolle Zauberkunststück funktioniert wohl nicht. Sie sind es! Sie sind es! Die echten Mauritius! Die roten! Die blauen! Herr Staatsanwalt! Sie sehen, das Zauberkunststück ist geglückt, die Exzellenz! Tausend Dank! Hurra! Hurra! Danke. Das hast du schon wunderbar gemacht. Und du hast natürlich wieder gedacht, es geht schief, was? Ja, entschuldige, aber das war das letzte Mal. Danke dir, dass du mich mitgenommen hast. Bitte. Darf ich weiter mitmachen? Natürlich, Maggie. Was wäre ich denn ohne dich? Angeklagte, setzen Sie sich wieder auf die Anklagebank. Warum haben Sie denn das nicht alles vorher gesagt? Tja, da müssen wir das Gericht um Entschuldigung bitten. Es gehörte zu unseren dunklen Absichten, alles in breitester Öffentlichkeit aufzurollen. Nun bitte ich die Herren von der Presse mal besonders aufzupassen. An einem regnerischen Nachmittag saßen mein Freund Mackie und ich, beide ziemlich gemeinschaftlich down, ganz oben in der sechsten Etage in der Shaftesbury Avenue 311,
In unserem kleinen Detektivbüro Argus. Wir haben nur noch 4 Pfund. Und nicht Zahnschmerzen. Und keine Aufträge. Nach langem reiflichen Überlegen kamen wir auf den Fehler unseres Unternehmens. Unser Geschäftsfeld. Detektivbüro Argus. War zu klein und hing zu hoch. Und da kam mein Freund Morris auf eine geniale Idee. Wir nahmen uns von unserem letzten Geld ein anderes Aushängeschild. Die Reisemütze. Einen karierten Reisemantel. Checkpfeife. Und einen Geigenkasten. Und von diesem Augenblick an florierte, wie Sie gesehen haben, auf einmal unser Geschäft. Als Sherlock Holmes und Dr. Watson bekamen wir Aufträge, die Morris Flynn und Maggie McMacpherson nie bekommen hätten. Und wir durften zeigen, was wir können. Das ist unsere wahre Absicht gewesen. Das sind unsere dunklen Hintergründe. Das wollten wir erreichen. Der Gerechtigkeit zum Siege verhelfen. Jetzt und immer da. Ich bitte ums Wort. Tatsachen überzeugen mehr als Theorie. Ich bin bekehrt. Aber eines ist das Gericht nicht befugt zu verzeihen. Den Missbrauch des Namens und der Person von Sherlock Holmes. Seine Interessen muss ich hier als Ankläger vertreten. Moment mal, warum Sie, Herr Staatsanwalt? Warum nicht Sherlock Holmes selbst? Wo ist er, der einzig Geschädigte? Hä? Hier? Ich bin der einzig Geschädigte. Treten Sie vor. Was wollen Sie? Ich bitte den Herrn Staatsanwalt, mich die Interessen Sherlock Holmes vertreten zu lassen. Warum Sie? Er ist mein Kind. Sherlock Holmes hat es nie gegeben. Sherlock Holmes hat nie gelebt. Sherlock Holmes ist ein Kind meiner Fantasie. Mein Name ist Conan Doyle. Was? Der Schriftsteller Sir Arthur Conan Doyle? Jawohl. Sie haben meinem Sherlock Holmes für kurze Zeit Leben und Gesicht gegeben. Das war großartig von Ihnen. Schadenersatzanspruch muss ich doch stellen. Bitte! Verlangen Sie, was Sie wollen. Lassen Sie mich Ihre Geschichte schreiben. Sie soll heißen, der Mann, der Sherlock Holmes war. Einverstanden. 50-50? Okay. Richter hat beschlossen, das Verfahren gegen den Angeklagten Morris Schill und Maggie McMacpherson. Hier das. Ja. Danke, danke, Richter. Herr Staatsanwalt, ich danke Ihnen auch. Kommen Sie mit mir jetzt bei Sie, mich verbinden. Ich habe einen neuen Fall für Sie. Gerne, Polizeidirektor, aber jetzt muss ich erst mal einen anderen Fall erledigen. Danke, soweit der sich nicht von selbst löst. Also geh doch zu ihm. Er wartet auf dich. Auf mich? Geh du doch hin. Vielleicht wartet er auf dich. Jetzt kannst du mir vielleicht jetzt sagen, für welche du dich entschieden hast. Kombiniere. Alle beide? Nein. Welche? Wirst du gleich sehen. Wer von euch ist auf die Idee gekommen, uns die Polizei auf den Hals zu setzen? Hä? Wer? Wir dachten, was? Wir haben es doch gut gemeint. Das interessiert mich nicht. Ich will wissen, wer es von euch beiden war, hä? Das war sie. Mary, du? Ja. Bravo! Herr Vorsitzender, könnte man nicht die Öffentlichkeit ausschließen? Aber selbstverständlich. Die Sitzung ist geschlossen.